Hey Leute, der Trailer zu Venom 2 ist nun offiziell draußen und es wird um den Feind Carnage gehen. Jedoch ist uns auch ein anderer Charakter aufgefallen bzw. eine andere Charakterin. Und es ist niemand geringeres als Shriek gemeint. Aus diesem Grund gibt es nun ein Erklärungsvideo zu Shriek. Falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Außerdem sind wir noch auf andere Social Media Kanäle aktiv, deswegen vergisst da auch nicht vorbeizuschauen. Und übrigens sind wir immer live auf Twitch, Samstag um 13:30 Uhr, bzw. ab 13:30 Uhr, deswegen vergisst da auch nicht unbedingt vorbeizuschauen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Shriek erschien erstmals im Comic Spider-Man Unlimited Volume 1 Nummer 1 im Jahre 1993. Shriek ist eine gefährliche und kriminell wahnsinnige Schurkin mit der Fähigkeit, Schall zu manipulieren. Während der Ereignisse von Maximum Carnage verbündete sie sich mit Carnage und mehreren anderen Superschurken, die über New York auf eine Tötungsorgie gingen, beziehungsweise auf eine Tötungsjagd. Shrieks Ursprünge und ihr richtiger Name waren zunächst ungewiss. In ihren frühesten Auftritten wurde sie Zandra Deal genannt, im späteren Auftritt hieß sie Frances Lewis Barrison. Laut der Spider-Man-Enzyklopädie wurde sie als Frances Lewis Barrison geboren, benutzt aber Zandra Deal als Pseudonym. Während ihrer Kindheit wurde Frances von ihrer Mutter wegen ihres Übergewichts missbraucht, was sie zu Drogen trieb und dazu führte, dass sie später darauf fixiert war, selber eine Mutter zu werden. Sie wurde zur Drogendealerin, was sie Situationen aussetzte, die letztlich ihren Verstand beschädigten, nämlich von einem Polizisten in den Kopf geschossen zu werden und in Cloaks Dark Force Dimension gesteckt zu werden, was Shrieks latente Mutantfähigkeiten erweckte. Cloaks Dark Force Dimension ist damit gemeint von Cloak and Dagger. Falls ihr es kennt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, es gibt sogar eine Serie dazu. Falls nicht, vielleicht erklären wir das sogar nochmal in einem Extra-Video. Shriek debütierte zu Beginn des Maximum Carnage Crossovers. Während Carnages gewaltsamer Flucht aus der Nervenheilanstalt Ravencroft stieß er auf Shriek, die ebenfalls eingekerkert war und sich ihm anschließen wollte. Er befreit sie und die beiden begaben sich auf eine Mordserie. Sie zogen die Gesellschaft einiger anderer mörderischen Superschurken, wie zum Beispiel Demogoblin, Doppelgänger und Carrion, an und bildeten eine Familie, in Anführungszeichen Familie, mit Carnage und Shriek als Eltern in Anführungszeichen und den anderen als ihre, in Anführungszeichen, Söhnen. Obwohl es klar ersichtlich ist, dass Shriek Liebe für Carnage empfand, ist es ungewiss, ob er dasselbe für sie empfand. Es wird mehrmals angedeutet, dass er es tat. Shriek nutzt auch ihre mentalen Kräfte, um das Chaos zu vergrößern, indem sie eine Reihe von New Yorkern dazu brachte, sie gewaltsam gegeneinander zu wenden. Obwohl die Helden in der Lage waren, die Leute zu beruhigen, bevor sie etwas zu Ernstes taten, wie zum Beispiel ihre eigenen Kinder zu töten oder sogar zu vergewaltigen. Die Killer kämpften gegen eine Reihe von Helden, angeführt von Spider-Man. Leider lagen sie aber den Kämpfen. Carnage erschlug den Doppelgänger und überließ die anderen ihrer Niederlage und Gefangennahme, obwohl er anschließend von den Avengers nach einem Zusammenstoß mit Spider-Man, Venom und Black Cat in Schach gehalten wurde. In der Folge wird Shriek nach Ravencroft zurückgebracht, entkommt aber aus ihrer Zelle, indem sie ihre Energiedämpfungseinheit kurzschließt. Shriek befreit die Mitgefangenen Gale, Webber, Pyromania und Mayhem und gemeinsam versuchen sie aus der Einrichtung auszubrechen, was von Spider-Man und John Jameson verhindert wird. Während sie von Spider-Man abgelenkt werden, wird Shriek von Jameson mit einem Betäubungsgewehr außer Gefecht gesetzt. Man muss dazu sagen, sie hat es auch nochmal versucht, aus dem Ravencroft zu entkommen. Als Dr. Ashley Kafka Malcolm McBride in der Nähe von Shrieks Zelle bringt, erkennt Shriek Malcolm als ihren Sohn. Carrion bricht aus ihrem Zimmer aus und flieht mit Malcolm aus Ravencroft. Aufgebracht durch Malcolms Weigerung, sie als Mutter anzuerkennen, wird Shriek ihm gegenüber gewalttätig und nutzt ihre Kräfte, um ihn nach einer Begegnung mit Spider-Man schon wieder in Carrion zu verwandeln, den Shriek zu ihrem neuen Ehemann machen will, nachdem sie eine wachsende Dunkelheit in ihm gespürt hat. In einem Versuch, Carrion dazu zu bringen, sie als seine Mutter zu akzeptieren, bringt Shriek ihn zu Beatrice McBride, der biologischen Mutter von Malcolm, mit der Absicht, Carrion die Frau ermorden zu lassen. Das Duo wird von Spider-Man aufgespürt und in der darauffolgenden Schlägerei gibt Shriek ihre Pläne auf, Spider-Man auf ihre Seite zu ziehen und zwingt Carrion, sich zwischen ihr und Beatrice zu entscheiden. Der verzweifelte Carrion beginnt stattdessen mit seinen eigenen Kräften Selbstmord zu begehen, was Beatrice zu verhindern versucht, indem sie sagt: "Glaubst du, mein Leben ist wichtig? Glaubst du, ich würde mich nicht tausendmal opfern, um ein Kind zu retten?"
Als Shriek ihr sagt, dass sie durch den Kontakt mit Karrion getötet werden wird, berührt, absorbiert Shriek den Karrion-Virus, macht sich selbst handlungsunfähig und verwandelt Karrion zurück in Malcolm. Shriek wird wieder nach Ravencroft eingewiesen, wo ihr der ruhende Karrion-Virus, den sie wie ein ungeborenes Kind behandelt hatte, vom Schakal entnommen wird. Man muss dazu sagen, dass Shriek auch einmal bei den Sinister Six war, und zwar nach der Sache mit Deadpool und Carnage. Erholte sie sich nach dem ganzen Zeug, sage ich jetzt mal, nach dem ganzen Kampf oder nach der ganzen Situation und wird von Boomerang und der Eule für die Sinister Six angeheuert. Leider hielt es auch nicht so lang, dementsprechend war das jetzt auch nicht eine krasse Sache, aber sie war auf jeden Fall ein Teil der Sinister Six. Was sind eigentlich denn ihre Fähigkeiten? Als Mutantin und nach dem Kontakt mit Cloaks Dimension, wie gesagt, Cloak von Cloak & Dagger, könnt ihr mal gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr vielleicht eine Erklärung dafür wollt, hat Shriek die Fähigkeit, Schall auf eine Reihe von ausgeklügelten Wegen zu manipulieren. Sie kann es für zerstörerische, erschütternde Kraft nutzen oder es verwenden, um ihre Feinde zu verwirren und aufzuregen. Sie kann scheinbar intensive Emotionen in ihrer Umgebung hervorrufen, also quasi das Schlechte vom Menschen, indem sie Angst, Hass oder Verzweiflung erzeugt. Sie hat auch mäßige Schwebefähigkeiten, mit denen sie sich selbst zum Fliegen bringen kann und möglicherweise ein geringes Maß an psionische Fähigkeiten, also Telekinese. Sie ist in der Lage, die dunkelste Seite der Psyche einer Person zu spüren, sodass sie ihre Kräfte nutzen kann, um die Emotionen dieser Person gezielt zu manipulieren. Ihr vernarbtes linkes Auge neigt außerdem dazu zu leuchten, wenn sie ihre Kräfte einsetzt. Warum nur dieses Auge leuchtet, ist immer noch unklar. So, und das war die Erklärung zu Shriek. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sie in Szene gesetzt wird im Film, beziehungsweise auch erklärt wird im Film. Denn man muss auch sagen, das ist echt eine dunkle Ecke von Marvel, Shriek. Also da gab es auch schon andere, krassere Geschichten zu Shriek. Aber schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wie fandet ihr die Erklärung? Was haltet ihr von Shriek? Seid ihr gespannt auf Venom 2? Und wen sollen wir noch erklären? Schreibt das auf jeden Fall alles in die Kommentare. Ansonsten wünschen wir euch noch einen freshen Tag. Vergisst nicht, auf Twitch immer Samstag ab 13:30 Uhr vorbeizuschauen, denn da sind wir mal live, zocken und chatten mit euch und den ganzen Leuten, die noch mit dabei sind. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein.